Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, heute will ich mir mal ganz kurz die Testmap vom Norm angucken. Ein Kumpel von Norm, hat den Namen gerade vergessen. Hab die beiden auf jeden Fall schon mal öfter im Discord zusammen gesehen. Testmap, im Prinzip das, was jeder Mod-Ordner hat, oder? Also, man braucht es einfach. Leider, muss man dazu sagen. Man muss wirklich sagen, leider braucht man eine Testmap. Mir wäre es auch lieber, dass die Mods alle fehlerfrei sind und die Mod-Beschreibung dementsprechend angepasst ist, aber ist es leider nicht so. Und dann lädt man halt immer wieder Sachen und stellt dann fest, oh ja, der Anhänger hat doch keinen HD-Ballen-Autoload, warum auch immer, oder? Und so weiter und so fort. Ne? So, warum ich das Video mache, ist jetzt nicht, weil ich euch unbedingt die Testmap zeigen möchte. Ich meine, jeder kennt so eine Testmap und ich denke auch, jeder hat eine. Wie gesagt, ich mache das immer auf der Standardmap. Ich habe mir die USA-Map umgebaut. Und das, was ich da am häufigsten mache, ist Kuhstelle testen. Ich glaube, ich habe jeden Kuhstall im gesamten LS geladen, platziert. Und 99,9% aller Kuhställe direkt wieder gelöscht. Ne? Ich finde die Idee ganz gut. Wie gesagt, ich nehme immer eine Standard-Map, weil ich Angst habe mit Komplikationen, Kollisionen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Und bei der Standard-Map weiß ich immer schon mal, yo, die Standard-Map ist schon mal clean. Ne? Ich denke, bei Normen, die Map wird auch clean sein. Da wird es keine Probleme geben. Also kann man hier wahrscheinlich sehr, sehr beruhigt Mods testen. Das Problem, was ich habe, also warum ich dieses Video mache, ich wünsche mir eine etwas andere Testmap. Ja? Ich hätte gerne den Händler zentral in der Mitte. Das muss auch nicht so eine riesenschicke Bude sein hier. Im Prinzip reicht mir ein Schild, hier ist der Händler, wisst ihr, wie ich meine? Ein großer Platz, der auch markiert ist, ich hoffe, dass das hier die Markierungen sind, ne? Großer Platz, der markiert ist für ein Spawn, nee, das ist fürs Reparieren, ne? Den Spawnpunkt, meine ich, wisst ihr, wie ich meine? Und ich habe das schon gehabt, dass ich bei manchen auch nur wissen wollte, wie rum die spawnen. Weil manchmal ist das halt schon doof, man kann das ja einstellen, wie rum der starten soll. Wisst ihr, wie ich meine? Und manchmal ist halt doof, habe ich das schon umgedreht. Ne? Und was ich aber auch ganz oft habe, ist zum Beispiel, du willst eine ganze Erntekette testen. Ja, dann brauchst du natürlich Platz. Oder was ich auch immer wieder hatte, ist, die Helfer gehen nicht. Also bei allen DLC für Mörchen geht der Helfer nicht. Ja, oder zum Beispiel Helfer ausprobieren fürs Maishäckseln. Einreiher gezogen. Mit Helfer ausprobieren. Geht's oder geht's nicht? Ne? Manche gehen nicht. So, das muss halt getestet werden. Und dafür braucht man so eine Testmap. Aber wie gesagt, ich hätte gerne in der Mitte einen Händler, wo einfach nur eine große Fläche ist, wo die Maschinen stehen und dann rundrum direkte Felder. Ja. Und dann, was man natürlich auch braucht, und dann wird es schon schwierig, eine Fläche zum Platzieren. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Kuhställe ich schon ausprobiert habe zum Testen. Ja, braucht man halt einfach. Weil manchmal muss man halt auch eine platzierbare Mod testen. Und halt kurze Wege. Ne? Ich möchte, wie gesagt, wenn du jetzt hier den Oldtimer kaufst, ja, der 20 km/h schnell fährt und willst du irgendwas ausprobieren, was weiß ich, geht der Piep deine Mutter Mähbalken in der Karre oder nicht? Ne, warum auch immer, ne? Dann musst du nicht erst einmal, gut, Mähbalken kann man jetzt hier vorne wahrscheinlich direkt testen. Wie gesagt, ich habe das jetzt auf der USA-Map. Da sind links und rechts neben dem Händler einigermaßen große Felder. Die habe ich natürlich alle gekauft. Ich habe dann auch gar nicht so riesige Felder. Ich habe ein Feld teilweise in 4 Felder unterteilt. Ja, dass ich halt nur sehen kann, kann er das ernten, geht die Frucht, ja, nein, doch vielleicht. Ja. Und wie gesagt, spannend ist auch immer Helfer testen, dreht der Helfer um, dreht er richtig um, nimmt er wirklich die volle Spurbreite, ist was verschoben
und so weiter und so fort. Das sind halt die Sachen, die ich immer und immer und immer wieder testen muss. Ja. Aber wie gesagt, ich will dann nicht jedes Mal über die ganze Map fahren müssen, sondern ich will das direkt, also im Zentrum haben. Ja. Wie gesagt, hier in der Mitte den Händler, rundrum Felder, Bums aus, Ende. Eine Verkaufsstelle, die alles nimmt. Ich will es ja nur wissen, ob es verkaufbar ist oder halt eine Freifläche für platzierbare Sachen, dass ich mir dann bestimmte Verkaufsstellen dahinstellen kann. Was ich auch schön finde, ist Bäume. Ich habe bei mir auch eine Reihe Bäume gepflanzt, wenn man mal Harvester testen möchte, ne? Nur ich finde jetzt schon mit dem Harvester von hier rüber zum Wald ist mir zum Ausprobieren schon zu weit, ne? Weil, wie gesagt, ich teste dann, ich starte das, keine Ahnung, wie oft neu, ne? Keine Ahnung, wie oft. Boah, und ich sehe gerade, 100.000 Euro geht gar nicht, ne? Wir müssen sofort von Start an 10 Millionen drauf. Ne? Weil ich kann jetzt gar nichts, ich kann ja gar nichts, ich kann ja gar nichts kaufen jetzt, ne? Ich hätte jetzt, müsste jetzt einmal speichern. Und dann kann ich mir den Betrag halt rein programmieren. Oder halt eine Mod. Ne? Wenn man natürlich eine Mod hat, kann man, also es gibt ja Mods, wo man sich halt so viel Geld hinzufügen kann, wie man möchte. Sag mal, gibt es gar nichts hier für 100.000 Scha-Ibse? Ein Faltra wäre noch mal schön, vielleicht. Fendt es schon drüber. Ja, wir nehmen den Fendt hier. Das ist ein bisschen was Schönes. Wir wollen ja auch, also wir sind ja noch rumgefahren wie dir. Und dann wollen wir auch noch rumfahren, ne? So ist es nicht. Also wie gesagt, aha, okay. Wie gesagt, hier ist der Spawnpunkt. Vielleicht noch Markierungen oder so. Wisst ihr? So. Und ja, jetzt hier so eine Teststrecke, so für, habe ich schon öfter gesehen. Gibt es ja auch einzeln zum Laden. Ist wahrscheinlich mehr so für Modder interessant. Ich habe es noch nie gebraucht. Ne? Wie gesagt, ich teste eigentlich immer nur den Helfer. Geht der Helfer? Oh ja, nein, doch, vielleicht. Ne? Ich hatte das schon mal. Oh, eine Mod. Was war denn nochmal? Der ist in der Kurve mal umgefallen. Ja? Da musste ich dann auch fuschen. Also den Schwerpunkt unter das Fahrzeug verlagern. Da war irgendwas falsch an der Mod. Wahrscheinlich hatte das Dach 10 Tonnen Gewicht und oder irgendwas. Der fiel auf jeden Fall mal um. Und da musste ich halt das ausprobieren, wie das Kurvenfahrverhalten ist. Aber ansonsten habe ich das noch nie gebraucht. Ne? Naja, ja, wie gesagt, sowas hier. In Produktion zu testen, weiß ich nicht. Das, was ich halt habe, ist immer, dass ich halt platzierbare Sachen testen muss, ne? Oder was ich auch auf der Standard-Map erstmal ausprobiert habe, ist Füttern, ne? Das war natürlich ganz am Anfang, habe ich erstmal das Füttern ausprobiert, ne? Auch mit Mais Plus dann nochmal, ne? Wer möchte was und so. Ja, es muss alles getestet werden. Und dafür ist so eine Map, also jeder, könnt mir erzählen, was ihr wollt, jeder hat eine Test-Map im Ordner. Könnt ihr mir nicht erzählen. Diese ist landschaftlich sogar ansprechend. Und auch mit Straßenverkehr, Alter. Ich brauche doch keinen Straßenverkehr auf der Test-Map. Ja, und hier kannst du Harvester testen. Aber jedes Mal mit dem 20 km/h Harvester hier hinfahren, ist mir schon zu viel. Also, es geht ja darum, dass ich, was weiß ich lade 5 Mods, sondern möchte diese 5 Mods ausprobieren. Welcher ist der Harvester, der mir am besten gefällt? Sondern mache ich das 5-mal. Ich kaufe den Harvester mit 20 km/h, gondel ich hier rüber, mache alles startklar, probiere aus. Ach nee, der gefällt mir doch nicht. Okay, geht der weg. So, nächster Harvester. Ne, so testet man, also das ist halt das, was ich mache. Ne? Und deshalb, wie gesagt, so eine Center Map hätte ich gerne. Also ich habe jetzt, früher gab es ja nicht, ich habe jetzt die Osteuropa Map. Ne? Das ist meine Testmap, wo ich im Moment drauf teste, weil der Händler ist ziemlich zentral, rundherum sind Felder. Geld ist klar, habe ich mir gecheatet. Und dann wird halt ausprobiert. Ne? Das Schöne ist, da kann ich dann halt zum Beispiel, ich habe es glaube ich eben schon gesagt, Möhren. Möhren, also gemoddete Möhrenroder
Mithelfer gibt es nicht. Alle funktionieren nicht. Ja? Und deswegen musste ich sie halt alle einmal ausprobieren. Um halt bei allen festzustellen, gezogen oder selbstfahrend, ist egal. Es gibt keinen. Fertig. Ja? Und das wird hier getestet. Auf so einer Testbahn. Ja? Also wie gesagt, Straßenverkehr brauche ich nicht. Das nervt nur. Ja, nerv auch jetzt nochmal. Ich sag's gerade noch, ey. Sondern es geht hier schnell. Wie gesagt, ich würde die Map auch noch minimalistischer gestalten. Ich will kurze Ladezeiten. Wisst ihr? Das muss alles. Obwohl Ladezeiten geben. Das war echt okay. Das muss auch gar nicht so liebevoll gestaltet sein, so wie hier. So auf hübsch und so, ne? Also für mich jetzt nicht. Jeder testet ja andere Sachen. Aber wenn ich Sachen teste, brauche ich das total minimalistisch. Ne? Ansonsten, wie gesagt, nehme ich einfach die Standard-Map. Felder sind mir auch zu groß. Ich brauche das gar nicht. Aus so einem Feld, da würde ich 4 Testfelder machen. Ne? Weil es geht ja nur darum, wie dreht der Helfer am Ende um? Das ist das, was man wissen möchte immer. Und nimmt er die Frucht? Ja, ich muss ja nicht so ein Riesenfeld abernten. Wofür? Das ist hier alles da. Ne? Steinbrecher, allen Scheiß. Ne? Also diese Map hat eigentlich alles. Du kannst wirklich alles testen. Ne? Wie gesagt, ist halt auch immer schwierig. Gerade so spezielle Sachen immer ganz schwierig. Ne? Wie gesagt, der eine testet halt nur Mods und der fährt halt auf so einer Buckelpiste da rum, wo ich noch nie drüber gefahren bin, weil brauche ich halt nicht. Ne? Hier ist doch noch so ein ganz wildes Ding, ne? Wo bin ich denn hier? Fahr mal einmal zu diesem ganz wilden Ding. Da habe ich ja Fotos gesehen. Das sah aus wie früher hier Demolition Car. Da. Wie heißt das da nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Aber wie gesagt, Verkehr, ich bin jetzt schon im Verkehr. Hier ist doch richtig was los an Verkehr, ne? Wo ist denn das? Ah, hier. Ach, da! Oh, aber ich hätte es ja fast gebissen, ey. Hier kann man im Kreis fahren. Ey, sowas kann man gebrauchen, ne? Ich weiß zwar nicht wofür, aber sowas kann man gebrauchen. Das ist wichtig. So, wir müssen einmal über diese Teststrecke fahren. Ich hatte gedacht, die ist holpriger. Okidoki. Ah. Okay. Ich wollte es einmal ausprobieren. Das ist gut. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Testmap braucht jeder. Gar keine Frage. Ganz wichtige Nummer. Nur wie gesagt, ein bisschen zentraler, ein bisschen kleiner alles. Wie gesagt, man kann so ein Feld hier locker in 4 Felder unterteilen. Vielleicht, ja. Also muss ja nicht, aber nur so als kleiner Wunsch quasi. Ne? Ansonsten, wie gesagt, wer alles mal ausprobieren will, der kann hier mal alles ausprobieren. Vielleicht auch interessant für jemanden, der ganz neu ist im LS. Ja, wenn man mal gucken will, hier Schafe oder du willst halt mal Holz ausprobieren, so, was brauche ich für Holz? Es wird dann zwar auch angezeigt, was man für Holz braucht, aber dann, ne, wie funktioniert das? Ne, alles mal ausprobieren. Ne? Wie gesagt, das meiste, was ich halt teste, sind so Mods mit Autoload, weil es halt immer nicht funktioniert oder nicht richtig eingetragen ist. Helfer teste ich immer, ne, und dafür brauche ich aber so eine große Map nicht und auch nicht mit Verkehr. Das ist Verkehr. Das ist auch das Erste, was ich ausschalte. Kann man ausschalten, so ist es nicht. Ne? Vielleicht will auch einer, wenn du jetzt zum Beispiel, es kommt immer drauf an, was man machen will. Ich habe mal einen gehabt. Das war ein Mädel. War das nicht? Oh, dieses total verrückte Hühnchen. Boah, wie hieß die nochmal? Susi? War das Susi? Wer erinnert sich noch an die Videos mit Susi? Ey, das ist Susi. Und die hatte tatsächlich eine Test-Ecke auf der Map, wo sie mit einem Anhänger Drehschwimmen rückwärts fahren geübt hat. Ja, warum auch immer. Aber dann braucht man halt. Manchmal braucht man das halt, ne? Was willst du machen? Ja.
So, nun ist das Video aber viel zu lang geworden. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich noch einmal ganz kurz meine Wünsche äußern. Ne? Eigentlich ist das gar nicht ein drauf rumgefahren Video. Klar bin ich auch drauf rumgefahren, aber gut, ist halt eine Testmap. Ne? Ich kann jetzt hier nicht jede Funktion ausprobieren. Das Ding ist von Normen. Ich denke mal, dass hier alles tutti ist. Also ich gehe da mal einfach von aus. Wir brauchen hier nichts ausprobieren oder so. Das wird alles laufen. Mir ging es halt nur darum, dass ich mir halt was anderes wünsche, wenn ich Mods testen möchte. Ne? So, trotzdem großes Dankeschön. Ne, wie gesagt, jeder hat andere Wünsche, jeder hat andere Vorstellungen. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Leute genau so eine Map auch brauchen. Ja, das ist das ja. Du weißt halt nie, was du brauchst im LS oder was die anderen im LS brauchen. So. Manchmal weiß man auch selber nicht, was man braucht. Kennt ihr das? So, jetzt ist aber genug hier. Diego ist draußen. Habt euch lieb.